Die wichtigste Entscheidung meiner bisher noch jungen Karriere treffen. Drei Türen stehen mir offen. Einmal könnte ich hier in Frankreich bleiben und zu Lyon wechseln. Es könnte nach England in die Premier League zu West Ham United gehen. Oder zu guter Letzt in die Bundesliga zum FC Schalke 04. Ich stieg also in den Privatjet, der mich zu meinem neuen Verein bringen sollte. Und jetzt sollten, denke ich mal, die meisten von euch da draußen verstanden haben, wohin die Reise von Stéphane Mbaye hingehen wird. Wir verlassen also Paris Saint-Germain, die uns vor kurzem erst verpflichtet haben, aber für ein Jahr verleihen werden in die Bundesliga und da wechseln wir zum FC Schalke 04. Paris um Mitternacht. Eigentlich gilt die französische Hauptstadt als eine unfassbar lebendige Stadt, in der eigentlich immer was los ist. Doch heute war alles anders. Es war mitten in der Nacht und ein strömender Regen sorgte dafür, dass auf den Pariser Straßen plötzliche Totenstille herrscht. Keine Menschen, keine Autos, eine absolute Totenstille, wie es sie zuvor wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Das Einzige, was man vernehmen konnte, war der herabprasselnde Regen und einen jungen Stéphane Mbaye. Für die wenigsten Menschen wird der 31.8. wahrscheinlich eine großartige Bedeutung haben, die darüber hinausgeht, dass maximal der Transfer Deadline Day stattfindet. Jedoch nicht in der Welt des jungen 17-jährigen Stéphane Mbayes. Genau für den heutigen Tag nahm sich der Youngster bei seinem aktuellen Arbeitgeber, dem FC Schalke 04, einen einzigen Tag frei. Und nachdem er ihnen den wahren Grund für seinen einen freien Tag genannt hat, stand der Verein auch mit voller Unterstützung hinter ihm. Stéphane reiste nämlich zurück in seine Heimat für einen Besuch, den er jedes Jahr machte. Viele Leute da draußen werden sich wahrscheinlich schon gefragt haben, was eigentlich mit dem Vater von Stéphane Mbaye passiert ist. Denn bisher war eigentlich immer nur von seiner Mutter die Rede. Und hier kommt die Geschichte. Als ältester Sohn der Familie hat Stéphane am meisten von seinen beiden Eltern zusammen mitbekommen. Seine Geschwister können sich wohl gar nicht daran erinnern, weil sie zu diesem Zeitpunkt einfach viel zu klein waren. Aber nicht der gerade einmal 10 Jahre alte Stéphane. Stéphane liebte seine beiden Eltern und umso erschütternder war dieser eine große Streit. Stéphanes Vater verlor seine Arbeit und fiel in ein großes Alkoholloch. Seiner Mutter missfiel dies natürlich mit der Zeit und irgendwann hatte sie genug von ihm. So entfachte also ein großer Streit zwischen den beiden und es kam zur letztendlichen Trennung. Es sollte das letzte Mal sein, dass Stéphane seinen eigenen Vater zu Gesicht bekam, bis zu einem Zeitpunkt 3-4 Jahre später, als die Familie erfuhr, dass sein Vater verstarb. Den genauen Grund weiß er bis heute nicht, doch das ist ihm ehrlich gesagt auch egal. Seine Mutter vergoss keine Träne für seinen Vater, doch das war ihm ebenfalls egal. Und so besuchte er also jedes Jahr aufs Neue am Todestag, dem 31.8., das Grab seines Vaters. So war es für den jungen Stéphane nicht nur eine Motivation, seine Mutter stolz zu machen und seine Familie aus dem Ghetto zu holen, sondern auch sein Vater, der oben vom Himmel herab auf ihn schaute, ebenfalls stolz zu machen. Das hier ist eine Geschichte von Stéphane, die niemand kannte, aber jetzt kennt ihr sie. Servus
Servus YouTube und herzlich willkommen hier zur 8. Folge unserer FIFA 20 Spielerkarriere. Ihr seht, heute ist Samstag, das bedeutet natürlich, habt ihr die 10.000 Daumen nach oben auf die letzte Folge gepackt. Es sind sogar über 12.000 am Ende geworden. Einfach nur zu wild. Bevor wir jetzt aber so richtig mit der Folge und mit den Spielen loslegen, vergesst natürlich auch nicht auf die heutige Folge euren Support zu zeigen mit einem Daumen nach oben, die Storyline und vieles weiteres. Leute, ihr habt jetzt also endlich erfahren, die ganze Geschichte hinter dem Vater von Stéphane Mbaye. Eine Geschichte, die also vorher noch niemand wusste, die Stéphane eigentlich die ganze Zeit mit sich getragen hat. Würde mich freuen, wenn wir so eine ähnliche Like-Anzahl von der letzten Folge vielleicht auch heute packen. Ansonsten abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen, um in der Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir nehmen nochmal vor dem nächsten Spiel gegen Leverkusen eine Trainingseinheit mit, verbessern uns im Zweikampf, was als Stürmer jetzt nicht unbedingt viel bringt, aber man nimmt es auf alle Fälle mit. Ändern jetzt also auch den Jubel, denn jetzt, wo die ganze Story bekannt ist, wird es also auch mal Zeit für einen neuen Jubel und da nehmen wir natürlich zum Himmel zeigen. Neue Schuhe nehmen wir ebenfalls, weil die aus der letzten Folge ja nicht so viel Glück gebracht haben, muss man sagen. Und ach ja, die letzte Folge. Es ist der Wahnsinn! Es ist der Wahnsinn, diese Defensive, Mann! Eine Katastrophe! Eine Frechheit, Alter! Ich will mich gar nicht mehr dran erinnern, Leute. Versuchen wir heute einfach mal von Anfang an ein wenig ruhiger zu bleiben. Haha, wer es glaubt. Und gehen jetzt also rein ins erste Spiel der heutigen Folge in der Bayer Arena. Geht es ran gegen einen unfassbar starken Gegner. Es ist Bayer 0 für Leverkusen. Hoffen wir einfach mal aufs Beste. Wir gehen rein ins Spiel und sehen uns gleich wieder. Heute muss es besser werden. Der Start in die Saison, er war eine absolute Katastrophe. Aus 3 Spielen gerade mal einen einzigen Zähler geholt. Dazu dann auch noch 2 Spiele, die man eigentlich hätte gewinnen können. Wir blicken auf die Startaufstellung von Bayern für Leverkusen, den momentanen Tabellenführer der Liga. Die haben aus 3 Spielen 9 Punkte geholt und die Mannschaft sieht auf alle Fälle nicht schlecht aus. Wir sehen einige Neuzugänge, unter anderem Grimaldo und Bartra in der Verteidigung, genauso wie die Chilio. Neres auf der Bank habe ich ebenfalls gesehen, also die stehen da, denke ich mal, nicht ohne Grund auf dem ersten Tabellenplatz und wir derzeit nur auf 14 oder so, aber gut, lassen wir uns nicht unterkriegen, unsere Mannschaft ist definitiv nicht schlechter und damit gehen wir also rein ins Spiel und sehen uns in der ersten Szene wieder. Für die ersten 3 Punkte, Glück auf, let's go! Ja, Ecke nach 3 Minuten, das ist schon mal ein ganz guter Start in die Partie rein, die kommt auch, Latte, komm, mach ihn rein, nein, natürlich nicht, ey, das ist schon wieder so ein Pech, aber egal, Leute, ruhig bleiben. Komm, den hat er vielleicht, den hat er. Spiel ihn in die Mitte, ganz stark gemacht von der CPU. Da ist Mbaye, da ist Mbaye. Oh, das war nicht schlecht und es war auch, glaube ich, ein Foul. Ja, so sieht's aus. Gelbe Karte für Havertz, glaube ich, oder? Nee, okay, das war dann irgendwas Nachträgliches. Bisher dominieren wir eigentlich das Spiel. Mbaye ist durch und das war der schwache Fuß. Kommt nicht an. Der Ball zurück und das ist ein guter Kopfball und er geht am Tor vorbei. Oh, stark, komm. Wir verteidigen heute echt gut. Ich muss wirklich mal Lob aussprechen an die Verteidigung. Die ist hier definitiv wachsam. Und das ist ein super Angriff. Komm. Jetzt schick mich. Jawohl. Und jetzt leiten wir den weiter. Das ist wunderbar gespielt. Nein, was machst du denn da? Bruder, da wäre ich doch niemals im Leben hingelaufen. Ey, das ist doch... Och, Mann, ey. Die KI ist so inkompetent. Vorne jetzt auf einmal. Jetzt ist vorne das Problem. Ey, es kann nie beides laufen. Das ist unfassbar. Jetzt aber vielleicht ein Ball in die Mitte. Der ist gut. Der ist gut. Und da ist das Tor, Junge. Ja, Mann. 34. Minute. Mbaye mit der Vorarbeit. Und wer auch immer das Tor gemacht hat. Ich glaube... Ist es dieser Slidero? Slidero ist mir scheißegal. Tor ist Tor. Mbaye mit der Vorarbeit. Da war eigentlich fast schon der erste Ausraster am Start. Und dann die Vorarbeit für Slidero, heißt der gute Kollege. Letzte Folge noch einen Elfmeter verschossen. Aber das ist alles vorbei. Das ist alles vergessen. Vergeben und vergessen. Leute, jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf hier und jetzt. Und das sind 3 Punkte, die wir holen müssen. Glück auf. Das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Start. 1:0. 34. Minute, Slidero, Vorlage Mbaye, es läuft. Da müssen wir jetzt drauf gehen. Das sind so Momente, da müssen wir jetzt drauf gehen. Da dürfen wir nicht schlafen. Nicht schlafi schlafi machen hier, jawoll. Vielleicht ein Konter jetzt über Slidero. Schick mich, Junge, jawoll, das ist ein super Ball nach vorne. Und jetzt Mbaye, jetzt muss er das Tempo ausnutzen. Jetzt muss er das Tempo ausnutzen. Langes Eck anvisiert und da ist das Tor, Junge. 2:0 für Schalke 04. 41. Minute. Er zeigt zum Himmel. Wir wissen, warum. Stéphane Mbaye mit dem zweiten Treffer. Zweiter Scorer
für den gerade einmal 17-Jährigen. Dieses Mal klappt es. Gegen Frankfurt hat es nicht geklappt. Da war ein Trapp im Weg. Da hat nichts funktioniert. Aber wie gesagt, Leute, das ist vergessen. Das ist vergeben und vergessen. Teilweise natürlich auch selber Fehler gemacht. Teilweise auch das Team katastrophal gewesen. Vor allen Dingen in der Verteidigung. Drittes Tor in der Bundesliga. Und wir führen mit 2:0 gegen den Tabellenersten. Das ist eine super Leistung. Das ist eine super Antwort. Aber hoffen wir einfach mal darauf, dass wir auch das Ding hier nach Hause bringen, weil 2:0 haben wir öfters geführt. Aber ja, nach Hause bringen war dann immer so das andere Ding. Komm, Junge. Jetzt gutes Zusammenspiel mit dem Doppelstürmer. Das ist nicht der aus der letzten Folge, sondern irgendein anderer Russe gefühlt. Mbaye! Und der ist drin! Oh mein Gott, Alter! Ich dachte, er geht sonst wohin. Ich dachte, er geht nach Kambodscha oder so. 3:0. Schalke 04. 56. Minute, Stefan Mbaye, dritter Scorer, eine Vorlage, zwei Tore. Wahnsinn, Wahnsinn. Ganz, ganz stark gemacht, der Abschluss. Ich hätte niemals erwartet, dass der reingeht. Niemals, ganz, ganz stramm geschossen. Super Ball von Mbaye ins lange Eck. Radetzky ohne Chance. Sieht, da muss man aber auch sagen, nicht so gut aus an der Stelle. Aber gut, soll mich an der Stelle nicht interessieren. Es ist das 3:0 und unser dritter Scorer. 76. Minute, der Held der Partie lässt sich also auswechseln. Stefan Mbaye verlässt das Feld. Fedor Chalov kommt rein. 2 Tore, eine Vorlage, 3:0 Führung für Schalke. Das Ding sollte eigentlich durch sein. Und Mbaye, ganz klar, natürlich Man of the Match. Ja, ich sehe schon, 4 Spiele, 4 Punkte auf dem Konto. Das heißt, wir werden die Partie gewonnen haben und sind damit schon mal ein wenig nach vorne gekommen in der Bundesliga-Tabelle. Auf Platz 11 liegend mit 4 Zählern, aber das soll heute natürlich noch weiter nach oben gehen. Ich habe übrigens auch einen Kommentar gelesen, der meinte, ich könnte doch ein paar mehr Eigenschaften freischalten. Und ja, das könnten wir tatsächlich sogar. Neben weiter Einwurf könnten wir noch den Ange... Nee, was? Nee, Außenrissschuss, okay, und frühes Flanken. Ja, das bringt auf jeden Fall unfassbar. Also jetzt steht mir eigentlich gar nichts mehr im Weg. Nebenbei wieder ein wenig trainieren, denn wir wollen natürlich unsere 79er Gesamtstärke wieder. Und damit jetzt also auf zur nächsten Partie. Es geht ran gegen Fortuna Düsseldorf. Ein Spiel, was wir unbedingt gewinnen müssen. Ich habe übrigens auch in den Kommentaren der letzten Folge gelesen, dass sich einige Leute von euch hier irgendwie Jeremy Mendes bei Schalke wünschen würden. Aber ganz ehrlich, Leute, also ich glaube bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Stürmern. Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig und unwahrscheinlich mit dem Kollegen Mendes. Bin ich aber froh drum, denn so eine Flachzange hier bei Schalke brauche ich nicht. Auf zum nächsten Spiel also. Fortuna Düsseldorf ist der Gegner. Wir spielen heim in der Felddienstarena. Da müssen natürlich 3 Punkte her. Unbedingt müssen wir dieses Spiel gewinnen. Düsseldorf ist ein absolut schlagbarer Gegner. Das sind 3 Pflichtpunkte. Und wenn wir das nicht gewinnen, so, dann kann ich die Spielerkarriere auch eigentlich abbrechen. So, dann wollen wir mal. Also gegen Fortuna Düsseldorf müssen wir eigentlich 3 Punkte holen. Das ist die absolute Pflicht. Und damit gehen wir also rein ins Spiel und sehen uns in der ersten Szene wieder. Hoffentlich dann vielleicht doch schon beim Tor. Mbaye vollkommen stehen gelassen. Oh mein Gott, was ein Tor. Stefan Mbaye, 6. Minute, 1:0. Oh mein Gott, war das ein schönes Tor. Es war zu wild. Zu wild, wie sehen Sie, schaut euch erstmal an hier, wie der Kollege da stehen gelassen wurde, also quasi eigentlich Knöchel gebrochen so mäßig. Und von da, außerhalb des 16ers, ich glaube, das ist sogar unser erstes Tor, außerhalb des 16ers, wunderbarer Curveball um den Verteidiger rum, am Torwart vorbei, 5. Saisontor für Stefan Mbaye und es läuft auf jeden Fall jetzt. Komm einfach mal von da. Einfach mal von da. Oh mein Gott, ey. Das gibt es nicht. Was ein strammer und guter Schuss. Och, ey. Oh Mann. Das wäre so ein schönes Tor geworden. Der Keeper hat sich nicht mal geregt, weil er einfach nicht wusste, was er machen soll. Oh Gott, was ein guter Trick. Oh Gott, war das ein guter Trick. Oh mein Gott, Alter, was geht denn gerade ab hier? Stefan Mbaye, 32. Minute. Schalke 2, Düsseldorf 0. Ich habe da gerade getrickst, ohne tricksen zu wollen, aber es hat unfassbar gut funktioniert. Es war richtig, richtig effektiv und der Schuss am Ende wieder außerhalb des 16ers und wieder ist er drin. Da kann der Keeper nur drauf gucken. Mein Beileid an der Stelle, dass die Abwehr so schlecht ist bei Düsseldorf. Stefan Mbaye, 6. Tor mittlerweile in der Liga. Also man merkt, warum die Schalker ihn geholt haben.
Starkes Zusammenspiel, Flanke in die Mitte, die ist gut. Und da ist das 3:0. Wieder ein Scorer von Mbaye, wieder ist es eine Vorlage und die zwei Tore, man kennt es. Wie also gegen Leverkusen läuft es genau gegen Düsseldorf ab. Und ich glaube, es ist sogar wieder Slidero, der das andere Tor erzielt. So sieht es aus. Slidero und Mbaye, hier umarmen sie sich. Letzte Folge habe ich ihn noch absolut auf den Tod verflucht. Aber egal, Slidero, spreche den Namen gefühlt jedes Mal anders aus. Aber egal, ihr wisst, wen ich meine. Wunderbar, wieder also ein Tor von ihm, zwei Tore von Mbaye und die Vorlage ebenfalls von Stefan. Ich glaube, so viel zum Kapitel Düsseldorf. Mehr muss man dazu nicht sagen. Wir lassen uns ein weiteres Mal also auswechseln, um uns natürlich zu schonen für das wichtigste Spiel der heutigen Episode gegen Gladbach. Okay, ich habe, glaube ich, vielleicht so ein wenig den Tabellenplatz von Gladbach überschätzt, kann man sagen. Aber die sind direkt vor uns. Die haben zwei Punkte mehr. Und wenn wir gewinnen, sieht es definitiv gut aus. Vorne Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig. 7 Punkte gerade mal auf dem Konto. Im Vergleich zu denen da vorne ist das natürlich ein bisschen mager. Aber gut, der vierte Platz ist gerade mal 4 Punkte von uns entfernt. Und eigentlich ist alles noch möglich. Deswegen Kopf oben halten und genauso weitermachen, wie wir es bisher gehabt haben. Also in den letzten zwei Spielen bisher, nicht die letzten. Folge. Das vergessen wir ganz schnell. Na dann wollen wir mal. Gegen Borussia Mönchengladbach geht es ran. Das Ganze auswärts. Definitiv ein hartes Spiel. Ein Tabellennachbar von uns. 3 Punkte wären mega wichtig. Und damit gehen wir rein in den Borussia-Park. Ich bin heiß. 2 Spiele, 2 Siege, 6 Scorer von Stefan Mbaye. Und jetzt also das letzte Spiel. 6. Spieltag in der Bundesliga. Gladbach gegen Schalke. 7. gegen 8. Für uns geht es darum, weiter in der Tabelle nach oben zu kraxeln. Und das tun wir nur mit einem Sieg heute. Torprognose 40. Wenn Stefan Mbaye so weitermacht, dann könnte er doch tatsächlich auf einem Level mit Gerd Müller am Ende der Saison sein. Aber es sind noch einige Spiele zu spielen, also davon zu reden, nach gerade mal 6 Toren, die er bisher gemacht hat, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gut, ist es schon mal, also ne, ist es ganz interessant schon mal zu wissen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Gut, Leute, dann legen wir also los mit dem Spiel. Sehen uns in der ersten Szene wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt. Von Anfang rechts nach links und Gladbach von links nach rechts in den schwarzen Trikots. Also jetzt mal von Anfang an. Und dann gehen wir rein. Ich bin gespannt. Boah, was war das denn? Oh, ganz stark. Mit einem Fallrückzieher so ein Konter einzuleiten. Mbaye, der hat ein Tempo. Das ist Mbappé-like. Stefan Mbaye. Und was? Ey, what the fuck, Mann? Das gibt es doch gar nicht. Sommer ist ein bisschen dran. Pfosten und Pfosten. Ey, hör doch auf, Mann. Wie kann man denn so ein verdammtes Pech haben? Das ist nicht zu glauben. Och, ey, Mann. Das gibt es doch gar nicht. Ey, Sommer, hör doch auf. Hör einfach auf. Und den holt er sich. Mbaye, komm, komm. Ganz stark gemacht, ganz stark gemacht, ganz stark gemacht, ganz stark gemacht, ganz stark gemacht. Ganz, 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 ganz. Ganz stark gemacht und der sitzt ganz stark von Mbaye. 56. Minute, er holt sich den Ball, er legt ihn rüber. Junge, geh doch weg von mir, ich will nichts mit dir zu tun haben, alle. Junge, nur weil ich dir die Vorlage gebe oder was? Ja, nee, klar, Spaß natürlich nur. Ja, ganz, ganz stark vom Verteidiger den Ball abgeluchst und irgendwie nach vorne gelaufen. Irgendwie auf dieser Seitenlinie balanciert den Ball und da kann ein Sommer nichts machen. Das ist wunderbar gespielt und Roman Yaremchenko-Chuk-Chak macht auf jeden Fall sein Tor. Glückwunsch. Und wieder Mbaye und wieder Mbaye und wieder Mbaye. Rüberlegen, das ist Abseits, oder? 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 Nein, das ist nicht! Ja! Komm! Come on, Alter! 2:0 für Schalke! Abseits. Der war doch. Ach so, ich glaube, irgendwer. Ich weiß um Gottes Willen nicht, wer hier das Abseits aufgehoben hat oder ob er hinterm Ball war während des Passes. Aber das ist mir auch vollkommen egal, weil es ist kein Abseits. Es ist die zweite Vorlage für Mbaye. Es ist ganz stark gemacht. Wir wurden nicht gefoult. Das hat mich schon ein bisschen irritiert, weil ich eigentlich dachte, dass wir vollkommen gelegt werden vom Verteidiger. Ist nicht passiert. Wir legen ihn rüber. Ja, der Mochukuchi Smolov macht auf jeden Fall sein nächstes Tor. Also, ich frage mich ja echt, was Schalke mit so. Mal aus dem Osten hat, aus dem Osten Europas. Da sind ja irgendwie ein paar Stück hier irgendwie gestrandet. Keine Ahnung wieso. Mbaye. Mbaye. Mbaye!
Die letzte Aktion des 17-Jährigen, da wollte er sich nochmal belohnen und es hat auch nicht viel gefehlt, wie wir sehen können. Ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Wie schon gerade eben von mir erwähnt, letzte Aktion, Ausdauer fehlt natürlich, 69. Minute. Wir lassen uns auswechseln bei einer 2-0-Führung. Ich hoffe, dass die Schalker es nicht verkacken, unsere Jungs, und hoffen wir einfach mal aufs Beste. Ich sehe, 10 Punkte sind auf dem Konto. Wir stehen auf einem Europa-League-Platz. Okay, das ist gerade nur vorübergehend, weil unter anderem Frankfurt auch ein Spiel weniger hat als wir. Aber wir haben das Spiel gewonnen. Ich bin absolut zufrieden und ja, Tabellenplatz 6, 3 Spiele, 3 Siege. Also genauso, wie ich es mir vorgestellt habe für die Folge heute. Und gut, Leute, das soll es an der Stelle dann gewesen sein von der heutigen Folge der FIFA 20 Spielerkarriere. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ansonsten abonnieren und die Glocke hier nicht vergessen, um in der Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen hier unter anderem Bundesligaspieler des Monats September, die Kandidaten. Und einer der Kandidaten ist natürlich Mbaye. Ganz klar, neben Lewandowski Marcelo, der bei Bayern spielt, und ich glaube, das andere ist der gute Kollege Sildero. Also, interessant, 2 Spieler von Schalke und 2 von Bayern. Wie das alles dann ausgegangen ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, vergesst nicht, einen Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut da rein und ciao.